Guten Tag und auf ein neues Willkommen zu Super Mario Maker 2 Part 3 Story Mode. Ja, oh Mensch, das war was die letzten Male. Ist einiges schief gegangen in Aufnahmen, sei es jetzt von YouTube-Seite oder meiner Seite aus. Zum Beispiel ist in den letzten zwei Parts war der Anfang unscharf, glaube ich. Aber selbst als ich das Video auf einem Zweit-Account nochmal neu hochgeladen habe, wurde es nicht besser. Deshalb dachte ich mir, komm, lässt es jetzt einfach so online und ja, stellst alles vernünftig ein und auch der Sound war nicht ganz optimal. Aber diesmal ist alles besser, habe ich ja schon im letzten Part geschrieben, der Part, nachdem alles besser wird. Let's go. Ja. Also, let's go. Neuer Versuch und neues Glück. So, der fällt runter, ne? Ja. Den können wir mitnehmen. Ich weiß zwar noch nicht, wo... Ah, yo, das kenne ich schon, den Level. Den Level kenne ich schon. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, wie man an die 10er-Coin drankommen soll und dachte ich mir, Moment, stimmt, den kennst du ja. Da muss man ja bisschen umdenken, weil ihr seht schon selbst, das ist so ein Parallelwelten-Dingen, wo um und unten vertauscht wird, je nachdem... in welche Röhre man reingeht, beziehungsweise wenn man in die Röhre reingeht, dann ist, vertauscht sich das halt. Ne? Oh Mensch. Ich denke, jeder wird wissen, was, wie genau das funktioniert, was das ist und so weiter. Also, kann ich es mir eigentlich auch sparen, zu versuchen, das zu erklären. Komm runter da. Okay, ich dachte, man kommt nur mit Hilfe von dem Vieh hier oben hin, aber okay, dann brauchen wir es halt nicht. Ist wahrscheinlich auch besser so. Aber ich glaube, jetzt muss man, jawohl, jetzt muss man da drauf landen. Allerdings gibt es dafür nur ein One-Up. Nur weil, naja, die One-Ups sind halt ein bisschen unnötig. So, wir holen uns auf jeden Fall jetzt noch das Zeug, was da in dem Fragezeichen-Block drinne ist. Okay, lassen wir den erstmal hier vorbeiziehen. Ah, Münzen. Sind aber tatsächlich hier wichtiger als in normalen Mario-Games, weil man hier die Münzen eben halt sammeln muss. Ah, nur 30er, nice. Das ist cool, dass man dafür belohnt wird, wenn man sich umschaut. Wie geht das jetzt? Oh. Ah ja, okay. Da muss man nach unten drücken. Sehr komisch. Ach ja, und hier ist das Ziel? Oder wie sehe ich das? Jawohl, hier ist das Ziel. Und wie soll man bitte da oben an die Münzen dran kommen? Eigentlich ja gar nicht, oder? Hm. Außer... Einen Moment. So, nehmen wir den mal mit. Na. Nicht, dass ich hier noch runterfall. Oh, oh, die kommen da auch raus. Ach, Moment. Oh, ich habe eine gute Idee. Vielleicht können wir uns noch eine Bonus 30er einsacken, wenn wir das hier schnell hinkriegen würden. Ah, nein. Leider hat es jetzt nicht geklappt. Aber ich habe mich auch ein bisschen blöd angestellt.
Jawoll. Nice. Nice, nice, nice. So. Den Stern, nicht das One-Up. Schade. Um die 5 Münzen, aber ist ja eigentlich auch egal. Die haben hier so gut performt in Level. 130 Coins extra. Krass. Und das Hauptgebäude ist fertig. Nice. So, kann ich jetzt hier noch was bauen oder? Wie Toadette sich mal wieder selbst lobt. Schlimm. Ah, was? Kann ich nicht? Ja, nice. Uns fehlen erstmal 55 Münzen. Ach, jetzt habe ich mir schon wieder nicht diese Beschreibung durchgelesen. Egal. Können wir ja noch nachholen. Also halb so wild. So. Ich will meiner Wohnung mal einen neuen Anstrich verpassen. Etwas Lava wäre auch ziemlich funky. Funky? Ernsthaft? Wenn meine Gäste dann im Knochentrockenpanzer darauf herumfahren, umherfahren müssen, würde ihnen sicher die Kinnlade runterklappen. Müssen! Du bist mehr einer. Naja. Wie du meinst. Kann ich? Ja, kann ich. Okay. Die 10er-Coin will ich aber schon haben. Okay. Kriege ich auch? Nein! Oh mein Gott, kriege ich einen neuen Panzer? Oder bin ich jetzt down? Moment, da kriege ich einen neuen Panzer. Zum Glück. Ich wollte eigentlich diese... Nein! Oh. Ich dachte, man wird da in die Lava gedrückt da oben. Aber nö, alles gut. Ich wollte eigentlich dieses Special benutzen. Hier, diesen. Um mich vor der Feuerbar zu verstecken, aber... Leider habe ich die Geschwindigkeit von dem Dingen hier, wenn man darauf rumfährt, oh mein Gott, etwas überschätzt und das hätte auch schief gehen können. Okay, lassen wir die mal vorbeiziehen und warten dann einmal eine Runde. Das sieht ja cool aus. Kann höher springen? Tatsächlich, oder? Ich glaube, man kann höher springen, wenn man in der Lava nach unten drückt. Einen Moment. Nee, kam mir wahrscheinlich gerade aus irgendeinem Grund einfach nur so vor. So, warum auch immer. Aber ist ja... Ah, stimmt, ja... Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ach, hier ist ein Checkpoint. Na, wie lame. Hätte man eigentlich keinen Checkpoint gebraucht. Dadurch wird der Level, wie ich finde, ein bisschen zu einfach. Aber okay. Nintendos Entscheidung, nicht meine. Was ist hier drin? Wahrscheinlich nur Bonus. Ja, so ist es. Aber komm, was heißt nur Bonus? Eine 10er-Coin ist eigentlich auch ganz, ganz nice. Okay, hier oben ist man sogar safe. Vor der Lava. Ich meine, ist ja eigentlich egal, weil wir sowieso einen Knochentrockenpanzer haben. Naja, ich weiß jetzt nicht, was mit Bowser sein soll. Auf jeden Fall
geht er wie in den anderen Games auch dieses Mal schön heiß baden. So, jetzt dürften wir eigentlich genug Coins zusammen haben. Ja, aber locker. Aber locker. Willst du den Stand der Bauarbeiten sehen? Ja, aber ich will auch etwas obendrauf bauen. Der Bau kann beginnen, ja. Ach so, wie sieht's denn jetzt eigentlich aus mit den, mit den Sidequests hier? Schauen erstmal nach rechts. Und hier ist tatsächlich auch was. Er ist nämlich jetzt hier. Und du hilfst mir und ich lösche die Steine auf der Röhre da. Eine Hand wäscht die andere. Ja gut, die 10er Coin ist sowieso nicht so wichtig. Also, ja. Okay, heißer Regen. Hört sich jetzt erstmal schwierig an. Aber es ist nur eine Ein-Stern-Mission, also wird die wahrscheinlich nicht ganz so heftig sein. Nehme ich überhaupt auf? Ja. Okay. Ja, tue ich. Mensch, ich habe nämlich gerade keine Zeit gesehen und dachte mir dann, ich hätte irgendwie vergessen, da auf Aufnehmen zu drücken. Oh Moment, eine 10er-Coin. Die gönnen wir uns. Hier kommen ja sowieso unendlich Helme raus. Was auch schon wieder low ist, aber... Aber okay. Ein weiteres Mal... Nintendos Entscheidung. Na, komm her. Auch wenn man nicht alle braucht, ich habe jetzt trotzdem mal alle gemacht. Ich meine... Ist jetzt auch nicht so schwierig. Was? Ich hab's verfehlt? Uff. Na gut. Gut gemacht, Kleiner. Werde ich mal fix die Steinchen für dich ausradieren. Sieh sie dir an. Das ist ätzende Braun. Diese fiesen Risse. Da hilft nur radieren. Alles klar, Bruder. Chill. Ah, okay. Und jetzt müssen wir eine gewisse Zeit warten, bis er sich wieder aufgeladen hat, oder? Ach so, nein. Können wir direkt machen. Weil er ja eben länger war, dachte ich, man müsste jetzt erst warten, aber anscheinend ist es nicht so. Besiege mindestens 15 Stachis und erreiche das Ziel. Okay, nur 100 Sekunden, aber wird wahrscheinlich jetzt auch nicht so schwierig sein. Was ist mit den Thrums? Ach so. Ah, wie cool. Ah, wie cool. Und ich... Was war das denn? Alter. Okay, ich stelle mich gerade anscheinend hart dämlich an. So, das haben wir jetzt aber besser gemacht. Und ich glaube, man muss sogar mit beiden Thwomps arbeiten. Sonst, hallo? Warum kommt er nicht runter? So, bleiben wir halt jetzt etwas länger stehen. Und jetzt haben wir's. Nice. Good shit. Oh. Ja gut, ich hätte mir da jetzt zwar 10 Coins noch holen können. Anstatt nur 2. Aber egal. Vollkommen egal.
32 Coins gesammelt. Ja, er sagt jetzt schon ja selber. Ach lol, okay. Er hat anscheinend einen spontanen Wachstumsschub bekommen. Wodurch wir jetzt 10 extra Coins kriegen. Ah, jo. Krieg ja wieder einen Hammer dazu. Stimmt. Na, komm. Okay. Ach, du hast noch einen Auftrag? Ein letztes Mal. Ach, cool. Pom-Pom allein zu Haus. Okay. Na gut. Ist Pom-Pom im Mario-Universum dann sowas wie Chantal oder Jacqueline oder... Wie habe ich mir das vorzustellen? Just a joke, just a joke. Also falls irgendwer von euch so heißen sollte. Chillt. Oh mein Gott, was? Ja, gut. Ja, und dann fast failen. Ich wollte gerade sagen, ist doch nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Aber actually ist es halt echt nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Also... Ja. Das haben wir auf jeden Fall. Nice. Ich bin jetzt aber mal gespannt, was er einem zum Anziehen gibt. Also ich meine, es wird wahrscheinlich fürs Mii sein. Als jetzt für Mario. Radierer-Shirt. Cool. Das sieht sogar gar nicht so bad aus, das Dingen. Haltende Baumeisterkleidung kannst du in Level aus aller Welt einsetzen. Nice. Rubbel, rubbel. Na gut. Wir haben uns nie getroffen. Alles klar. Aber kann man jetzt seine Aufgaben nicht mehr erledigen? Gibt's irgendwas, wo du mein helfendes Händchen gebrauchen könntest? Wahrscheinlich. Ob, Moment, was? Du fragst dich, ob Leute wie wir je glücklich werden können. Lass mich diese dunklen Zweifel in deinem Herzen ausradieren. Los, schrei dir mit mir zusammen die Seele aus dem Leib. Was? Alter, was? Was war das denn jetzt? Nein. Alles gut. Ach jo! Wir haben jetzt noch gar nicht in die Röhre hier hineingeschaut. Also sollten wir es vielleicht mal machen. Ach, cool, es gibt einen unteren Bereich. Aber nur mit diesen Blöcken hier. Hä? Was? Okay, der ist neu. Ja, Mauritius. Oh mein Gott. Alles klar. Was? Er hat auch einen Auftrag für uns? Cool. Schaffe, schaffe. Ausrufezeichen, Blockbauer. Das hört sich so schlimm an. Wir sind auf der Suche nach einem neuen Häusler. Eben, Häusler heißt es. Häuslerbauer. Würdest du den Grundriss mit Ausrufezeichenblöcken abmessen? Kleiner Tipp, mit L nach unten kannst du in der Luft eine Stampfattacke ausführen, damit dehnen sich die Ausrufezeichenblöcke auf einen Schlag komplett aus. Ich baue auf dich. Thank you.
Uff. Also, ich hatte ja schon öfters die Idee, dass man mit diesen Ausrufezeichen-Blöcken eine Falle bauen könnte, die einen dann irgendwie zerquetscht oder irgendwie in Abgrund schiebt oder irgendwie sowas. Und ich warte nur auf den Moment, wo das der Fall sein wird. Und das wird wahrscheinlich auch die einzige Stelle sein, wo ich nicht erst so Step by Step die Dinger ausdehnen lasse, sondern einmal stampfe und ich dann einfach sterbe und mich absolut aufregen werde. Ja, bis hierhin relativ easy. Also ich wüsste nicht, was man da groß verkacken könnte. So. Oh mein Gott. Da unten ist ein Secret. Und ich habe das Ding in einem zerquetscht. Kann man... Ja, man kann neu starten, okay. Ach, man stirbt dann. Wie lame. Egal. Vollkommen egal. Ich will auf jeden Fall das Secret noch zeigen. Aber ich wollte jetzt eigentlich mich nicht umbringen. Deshalb habe ich dann auf Neustart gedrückt. Aber anscheinend ist es vollkommen egal, ob man stirbt oder auf Neustart drückt. Beziehungsweise ob man sich umbringt oder auf Neustart drückt, in beiden Fällen stirbt man. Was ziemlicher Scheiß ist, um ehrlich zu sein. So. Hier war die Stelle, ne? Okay, da wissen wir jetzt, dass es ein Pilz ist. Ach ja, hier muss man ganz langsam schieben und dann warten, bis die Dinger hier rüberfliegen und das Ding dann kaputt machen. Nice. Coole Idee. Okay, dann schauen wir mal, was hier drin ist. Eine 30er. Das hat sich doch schon mal gelohnt. Okay, wo kommen wir raus? Hier oben, alles klar. So, jetzt können wir das Ding aber eigentlich auch kaputt machen. Danke, dass du uns geholfen hast, aber ich brauche dich jetzt nicht mehr. Was ist hier? Ich denke, ich werde das Ding hier benötigen. Als er ihn hier rüberschiebt, oder? Ach, weil sich das dann direkt ausdehnt und man dann keine Chance hat, da hochzukommen. Ah, okay. Ja gut, macht Sinn. Macht Sinn. Okay. Cooler, innovativer Level. Also, gerne auch mehr davon im Online-Modus. Oh, und ich sehe gerade, wir haben jetzt schon 24 Minuten schon wieder. Deshalb würde ich sagen, wir lesen uns das hier noch kurz zu Ende durch. Und dann beenden wir den Part. So, werde ich gleich mal schaffen gehen und was ganz Schönes bauen. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Schaffe, schaffe, Häuslerbauer. Nice. Okay. Als Belohnung habe ich einen befreundeten Fragezeichenblock hergerufen. Gib ihm doch mal einen freundlichen Klaps, wenn du ihn siehst. Okay. Können wir denn überhaupt da oben... Ah, jetzt können wir wahrscheinlich erst da oben hin, oder? Ja. Wahrscheinlich schon. Okay, dann hätten wir es auch schon mal.
dann wissen wir auf jeden Fall, wo wir beim nächsten Part weitermachen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis dann.